Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Format Sinn des Lebens. Heute geht es um den spirituellen Weg von Sri Chinmoy. Ja, ich habe keine Ahnung, was es da wirklich geht. Deshalb ist heute mein Gast da, Adesh Widmer. Wir stellen ihn gleich nach dem Intro vor, also bleiben Sie da. Willkommen zurück und herzlich willkommen, lieber Adesh Widmer. Hallo, Fabian. Schön bist du da mit so einem spirituellen Thema, da bin ich immer voll dabei. Schön, danke. Ja, Sri Chinmoy, wer oder was ist das? Sri Chinmoy ist ein spiritueller Meister, also er kann nicht sagen, er war ein spiritueller Meister, er ist nicht mehr im Körper, er hat von 1931 bis 2007 war er im Körper, hat er gewirkt, er ist in Bengalen zur Welt gekommen, war dann mit 12 ist er in das Sri Aurobindo Ashram eingetreten und hat dann dort 20 Jahre lang gelebt und er hat mit 13 wieder seine Verwirklichung zum Vorschein gebracht. Er war schon Gott verwirklicht in einem früheren Leben. Und mit 13 hat er schon wieder seine Verwirklichung gelebt, hat aber ganz einfache Arbeiten gemacht im Ashram und sehr viel Sport gemacht. Er war 16 Jahre lang der Champion von Triathlon oder Dekathlon, besser gesagt. Und hat dann einfach seine Verwirklichung vertieft. Und dann ist er dann 1964, hat er dann einen inneren Befehl so quasi, einen Adesh heißt das, das heißt innerer Befehl, okay. hat er erhalten, von seinem inneren Piloten oder von Gott, vom Supreme, vom höchsten Bewusstsein, was für ein Name, das man immer geben will, hat er den diesen inneren, diese Botschaft erhalten, in den Westen zu gehen und die Spiritualität im Westen zu verbreiten auf eine Art, die den westlichen Sucher anspricht. Weil das ist im Westen ist eine, diese Spiritualität kann man ganz anders leben als in Indien. In Indien hat die Spiritualität ein Gesicht, aber Sri Chinmoys Weg ist wirklich ein spiritueller Weg für westliche Sucher. Und ist auch sehr ein dynamischer Weg. Wir machen viel Sport. Und eigentlich auf unserem Weg wird es einem nie langweilig. Ja. Man hat nie eine Sekunde Langeweile. Und Sri Chinmoy hat dann im 1966 sein erstes spirituelles Zentrum aufgebaut, also gegründet in Puerto Rico. Er hat zuerst 2 Jahre im Indian Consulate gearbeitet, im indischen Konsulat, hat ganz einfach und arm gelebt, aber er hat Vorträge gegeben und hat dann Menschen kennengelernt. Und das Unglaubliche ist eben, wenn man mit Sri Chinmoy in Kontakt kommt, ich kann sagen, kommt, es ist immer noch so, ob er im Körper ist oder nicht, dann spürt man diese innere Kraft und dieses Licht, da kriegt man wie einen Fluss von Wonne und es ist unglaublich, wenn man nur in der Nähe von ihm ist. Und so war es für ihn so quasi ein leichtes Schüler zu finden, die einen spirituellen Weg gehen wollten, die auch eigentlich die Gottverwirklichung suchen. Und somit konnte er dann mit Vorträgen, er hat jahrelang Vorträge gegeben in der ganzen Welt. Und so hat er dann ein weltweites Zentrum aufgebaut. Es gibt Sri Chinmoy Center, gibt es in der ganzen Welt eigentlich. Im Ganzen sind wir etwa 7000 Schüler. Wow. Und man kann fast hingehen, wo man will. Wir haben immer Freunde. Also es ist auch wie, wir sind wie eine riesige Familie. Ja. Und
wir sorgen füreinander. Wir jetzt vor allem auch, wie es gibt auch viele Schüler in der Ukraine, und wir unterstützen die finanziell auch, dass sie überhaupt überleben dort. Und da merkt man dann die Familie, dass wir gehören zusammen. Klar, wenn ich nach Australien gehe, dann kann ich dort übernachten bei Schülern. Und klar, das sind nur wenige, es sind Prozent, also vielleicht 15, 20 Schüler. In der Schweiz sind wir etwa 100, das ist schon groß. In Zürich sind wir etwa 100 Schüler. Und das Prinzip ist eigentlich des Weges, ist, dass wir meditieren regelmäßig. Zusammen oder alleine? Oder? Beides. Also ja. Die wichtige Meditation ist alleine. Also wir meditieren jeden Tag, morgen früh und auch abends. Wir meditieren auch vor dem Autofahren, beten wir um Schutz, vor dem Essen, bedanken wir uns und so weiter. Wir meditieren immer wieder. Und eigentlich ist die Meditation, die wir am Morgen durchführen, ist wie eine Vorbereitung für den Tag. Weil die Meditation ist ja ein Werkzeug, uns selbst kennenzulernen. Und in der Meditation üben wir, uns bewusst zu sein, in der Stille für uns üben wir, uns bewusst zu werden, was wir denken, was wir fühlen, was für Probleme wir innerlich oder äußerlich haben. Und wir meditieren aufs Rinpoche. Es gibt ein bestimmtes Bild von ihm, dem sagen wir transzendentales Bild. Das wurde aufgenommen, als er in seinem höchsten Bewusstsein war. Und wir meditieren auf dieses Bild und so bauen wir diese innere Beziehung mit ihm auf. Von Anfang an, wo ich Schüler geworden bin, das war 1987, da war ich in einem Reformhaus, das wurde geführt von Schülern von Sri Chinmoy. Und ich war damals auch schon am Suchen. Ich habe einen Meister gesucht. Ich habe schon mit 15 begonnen zu meditieren, habe dann gemerkt, dass ich alleine da nirgends hinkomme, weil der Verstand, der macht einem immer alles wieder kaputt. Da hat man das Gefühl, ja, man hätte etwas erreicht, dann kommt der Verstand, ja, das ist doch ein Quatsch, und da, ja, das bringt doch gar nichts, da wird es besser in was arbeiten und so weiter. Der Verstand ist schlimm, der macht einem alles kaputt. Und Sri Chinmoys Weg ist der Weg des Herzens. Das heißt, wir versuchen, unser Herz zu öffnen. Wir finden eigentlich, ist wie der Sitz der Seele, ist eigentlich im Herzen. Und das wahre, das wirkliche Ich, das ist im Herzen. Der Beweis dafür ist, wenn ich sage, das bin ich und zeige auf, das bin ich. Man zeigt automatisch auf das spirituelle Herz. Und da ist wirklich das Ich, aber das wahre Ich, das unendliche Ich, nicht das Ego. Ego ist was anderes, das ist hier oben, aber hier ist kein Ego. Das Herz ist eigentlich der Ort der Unbegrenztheit und eigentlich auch der Ort der Liebe und der Toleranz und des Einsseins. Und Spiritualität ist ja auch, man kann dem auch Yoga sagen. Das Wort Yoga bedeutet Einssein mit Gott. Ich brauche jetzt das Wort Gott. Wir brauchen, Sri Chinmoy braucht das Wort Supreme. Weil Gott ist manchmal, die Wörter sind manchmal verbunden schon mit kindlichen Erfahrungen und die haben manchmal so einen Aspekt, den man vielleicht vergessen will. Und dann Supreme ist was Neues. Supreme ist Englisch, heißt einfach das Höchste. Ja. Aber für uns, wir chanten auch Supreme, Supreme, Supreme. Wenn ich ganz still werde und nur noch mein Herz höre, dann höre ich, wie das immer Supreme, Supreme, Supreme sagt. Und ja, nochmal, habe ich dann in dem Reformhaus ein Bild gesehen von Sri Chinmoy. Und das hat mich zutiefst berührt, dieses Bild. Und ich habe gedacht, wow, der hat das, was ich suche. Der hat das. Das gibt's doch nicht. Mhm. Das suche ich schon seit Jahren. Ich wurde eifersüchtig sogar. Ich wurde wie wütend. Ich muss das haben und so. Und dann haben wir dann Bücher gekauft, gerade von Sri Chinmoy. Und meine Frau, meine Kinder, die waren damals 6 Monate und 2 Jahre alt. Die waren auch dabei. Wir haben damals im Appenzell gewohnt. Sind extra nach Zürich gefahren. Wow. Und
wo ich aus dem Laden gekommen bin, da hatte ich so ein warmes Liebesgefühl im Herzen. Habe dich noch nie gekannt vorher. Mhm. Ist wie eine Kerzenflamme. Und da wusste ich gerade, ich bin Schüler geworden. Ich habe es gerade gewusst. Und klar, wir mussten dann, damals hat man dem Sri Chinmoy ein Foto geschickt und dann mit dem Foto gefragt, ob man Schüler werden darf. Ja. Und Sri Chinmoy hat das Foto dann angeschaut. Und Sri Chinmoy, weil er wenn eine verwirklichte Person so quasi, der ist mit allem eins. Da gibt es keine Grenzen von Raum und Zeit mehr. Und ein verwirklichter Meister ist mit jedem eins, mit allem eins, mit der ganzen Welt einfach eins. Und für ihn, er kann in nichts, gerade sieht er, wo jemand steht, ja. Jemand spirituell steht, auch im äußeren Leben steht. Was, aber vor allem im spirituellen Sinn, im geistigen Sinn ist ja das, spirituell ist ja eigentlich das innere Leben. Ob das geistig heißt oder spirituell, was ist. Eigentlich geht es ums innere Leben. Das innere Leben, wenn man ein spirituelles Leben führt und dieses innere Selbst sucht, dann stülpt man eigentlich die Interessen von außen nach innen. Man ist mehr interessiert an dem, was in mir passiert, als an dem, was äußerlich passiert. Also was für einen Job ich habe oder was für eine Beziehung ich habe oder wie viel Geld ich habe oder weiß ich, was das alles, was für ein Auto und so weiter und so fort. Man stülpt diese Interessen um und wendet sie nach innen. Und das lernt man denn eben in der Meditation. Und Meditation, wir lernen Meditation dadurch, dass wir uns einfach dem Meister gegenüber öffnen. Diese halbe Stunde am Morgen, die Meditation, wir öffnen uns dem Meister, wir öffnen uns dem Licht, dem Meister, weil das Licht beleuchtet uns, zeigt uns, wo wir sind, was wir noch durcharbeiten müssen, was wir noch verändern müssen, um vollkommener zu werden. Eigentlich ist es ein Weg, um vollkommen zu sein. Die Vollkommenheit, ja, ist ein hoher Anspruch. Aber ja. Der Weg ist das Ziel, der oder? Der Weg ist das Ziel. Genau so ist es, genau. Und das und ist auch ein wie ein sonnenerleuchteter Weg. Dieses innere, dieses Licht, das uns unser Meister gibt, das ist so etwas von erfüllend und freudegebend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann das nicht in Worte fassen. Das ist etwas Unwahrscheinliches. Man kann das auch nicht nachvollziehen. Es ist einfach fast kaum zu glauben auch, dass es so etwas gibt. Und dass so ein Meister gerade kürzlich auf der Erde war, im Körper, und wo er seinen Körper verlassen hatte, hatten praktisch alle Schüler das gleiche Gefühl. Diese innere Beziehung wurde noch intensiver, noch viel mehr. Und für uns ist der Meister nicht gestorben, auf niemals, sondern wir haben genauso die innere Verbindung. Es ist wie ein Freund, der immer bei mir ist. Ja. Und ich kann immer mit ihm kommunizieren. Und er leitet mich auch immer, er gibt mir Situationen, die mich Fortschritt machen lassen. Es geht um Fortschritt machen. Und dem sagt man auch Strebsamkeit. Strebsam sein heißt, dass man eigentlich jede Situation, jede Sekunde benutzt, um weiterzukommen, ja. Um bewusster zu sein und zu lernen. Und da gibt es unendlich Möglichkeiten. Und der Meister, der, wenn man offen ist, wenn man sich dem Meister wirklich, wenn man, dem sagt man, auf Englisch heißt das Surrender. Das heißt, das ist so, auf Deutsch gibt es kein wirklich gutes Wort dafür. Wir nehmen es als Selbsthingabe, dass man sich dem Meister vollständig öffnet, um ihm die Möglichkeit zu geben, uns so auf dem schnellsten Weg vorwärts zu kommen, Fortschritt machen zu können. Und deshalb führt er uns auch in äußere Situationen. Er bringt uns mit Menschen zusammen, die uns entweder auch Freude bereiten oder uns zeigen, wo wir noch Unzulänglichkeiten haben. Ja. Dass wenn wir jemanden nicht ertragen können, ja, der geht mir ja auf die Nerven, meine Güte. Aber eigentlich ist er auch ein Teil
Gottes, der Supreme ist in ihm auch. Und genau. Ich muss versuchen, den Supreme in ihm zu sehen. Aber der macht es mir jetzt nicht einfach. Dann gibt es immer wieder schöne Prüfungen. Genau, das ist es. Und, aber das ist auch ein riesiges Abenteuer. Mhm. Unglaublich. Und das ist, ja, man hört da nie auf. Das ist extrem. Und ein großer Teil von Sri Chinmoys Weg ist auch die Musik. Er hat über 22.000 spirituelle Lieder komponiert. Wow. Wir singen auch viel, wir spielen Instrumente. Sri Chinmoy hat hunderte von Konzerten gegeben, alles immer ohne Kosten. Also Sri Chinmoys Weg, da ist kein Geld involviert. Er hat nie Geld verlangt für irgendetwas. Sein Tarif, was er will von seinen Schülern, ist einfach nur die Regelmäßigkeit und die Strebsamkeit. Möglichst Pünktlichkeit, am Morgen zur gleichen Zeit meditieren, jeden Morgen meditieren, damit er wirklich arbeiten kann mit uns. Mhm. Wenn wir nicht ernsthaft sind, was will er machen? Er kann dann nicht mit uns arbeiten. Er ist ein völliger, hundertprozentiger Gentleman. Er würde nie jemanden zwingen, irgendeinen Fortschritt zu machen oder irgendetwas zu überwinden, wo er nicht bereit ist dazu. Muss jeder selbst. Jeder muss das selbst. Und je mehr man sich öffnet, je mehr kann er durch einen arbeiten. Wir sehen auch heute, es kommen immer wieder neue Schüler jetzt, nicht nur, wo er noch im Körper war, auch jetzt kommen, die spüren das auch, die innere Beziehung, man kann die immer noch aufbauen. Und wenn neue Schüler kommen, anfangs, man sieht, die kommen auch wirklich aus der Welt, oder? Aus dem Alltäglichen, aus dem Weltlichen so quasi. Ja. Und, aber das dauert nur ein paar wenige Wochen, dann verwandeln sich diese Menschen, die auf einmal haben sie ein Leuchten, ein Lächeln, eine Leichtigkeit, sogar die Sprache verändert sich, die wird reiner. Und Reinheit ist ein ganz großer Teil auch von dem spirituellen Weg und so weiter. Ja, du willst mal was fragen. Ich finde es sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ich kenne das überhaupt nicht. Aber wir können ja dazwischen mal ein Video schauen, das wir zusammengestellt haben. Das kommentiert Kailash. Er ist der Leiter von Sri Chinmoy Center jetzt hier in Zürich. Er ist schon 50 Jahre auf dem Weg. Er kommentiert das. Er hat ja auch mal eine Sendung gemacht. Ja, ja, aber genau. Schauen wir mal rein. Sri Chinmoy ist ein spiritueller Meister der modernen Zeit. Er wurde 1931 im heutigen Bangladesch geboren. Mit 13 Jahren trat er mit seiner Familie in ein Ashram ein und verbrachte 20 Jahre in dieser spirituellen Gemeinschaft. 1964 kam er nach Amerika und baute von da aus seine eigene Bewegung auf. Sri Chinmoys Weg ist ein Weg des Herzens. Es geht darum, in der Meditation den Verstand stillzumachen, das Herz zu öffnen und über das Herz seinen eigenen inneren Reichtum zu entdecken. Das erste Meditationszentrum Sri Chinmoys entstand 1966 in Puerto Rico. Bis heute gibt es Meditationsgruppen in 60 Ländern der Welt. Sri Chinmoy ging es darum, die traditionelle Kunst der Meditation mit einem aktiven Leben in der westlichen Gesellschaft zu verbinden. Dazu gehören neben der eigentlichen Meditation auch selbstloser Dienst, Musik, Sport und generell alle Anstrengungen mit dem Ziel, über sich selbst hinauszuwachsen. Sri Chinmoy selbst war in verschiedenen kreativen Welten aktiv. Er komponierte zahllose Lieder, gab selber Konzerte, in denen er seine eigenen Kompositionen auf verschiedenen Instrumenten spielte, er malte Bilder und war sein ganzes Leben lang auch sportlich aktiv. Er gründete das Sri Chinmoy Marathon Team, das seit 1977
Tausende von Läufen überall in der Welt organisiert hat, darunter auch den längsten zertifizierten Lauf der Welt, den 3100-Meilen-Lauf in New York. Shri Chimoy bereiste die ganze Welt, gab Vorträge, Konzerte und eröffnete Ausstellungen seiner Malereien. Der Weltfriedenslauf ist die bekannteste Aktivität, die Shri Chimoy ins Leben gerufen hat. Dieser Lauf hat die Herzen von Millionen von Menschen berührt und sie inspiriert, selbst einen Schritt für den Frieden zu machen. I strongly feel that the world is progressing. And the world has a sincere hunger for peace. Sometimes we unfortunately enter into where we wage war and so forth. But in the very depths of our hearts, we are all longing for peace, a oneness home. So the future is quite bright. And I am an optimist. I always see the bright side of human life because our source is God and He is all light and all delight. So eventually we are going to our source and it is through a life of peace, a oneness heart that we can reach our source, which is infinite. Delight. Ja, war jetzt spannend, auch noch ein Gesicht zu sehen, eine Stimme und ja, ich glaube, so die erste spirituelle Bewegung, sage ich, die jetzt wirklich so verbunden ist, auch mit Sport, mit Musik, mit Meditation. Weil viele, die ich jetzt kenne, ist wirklich eher diese Meditation, dieser Umgang miteinander, aber dass da noch so Aktivitäten reinkommen, finde ich echt speziell und auch schön. Mhm. Wie er sagt, auch durch die sich zu entwickeln, Fortschritt zu machen, sich herauszufordern, auch durch den Sport, finde ich echt eine schöne Gedankensweise. Mhm. Ja, ja, ja. Hast du vielleicht eine Frage sonst noch? Ja, sagen wir, jemand ist jetzt auch auf der Suche, wie du früher auch, bis du dann wirklich dazu gestoßen bist. Gibt es da Seiten über Shri Chinmoy, wo man noch mehr lesen kann? Oder was ist, wenn jemand jetzt auch mitmachen will? Wo kann man sich melden? Wie kann man da mitmachen? Genau, also es gibt eigentlich eine Seite, die heißt srichinmoy.org. Mhm. Da liest man einfach über Shri Chinmoy selber. Es gibt auch da eine so Links, wo man dann Bücher sehen kann. Es gibt auch eine deutsche Seite. Man müsste dann, glaube ich, de.srichinmoy.org. Sonst kann man auch mich kontaktieren. Also wir haben ja diese Firma Wavesafe. Mhm. Ja, es gibt schon eine Webseite, meditation.zh.ca, aber die ist ganz rudimentär. Wir sind da nicht so gut im Aufbauen von diesen Internetsachen. Aber über jetzt, wenn jemand mehr wissen will oder so, kann er gerne mir eine E-Mail schreiben, mhm, mit der, über diese Webseite von unserer Firma Wavesafe, wavesafe.ch, oder die E-Mail-Adresse info@wavesafe.ch. Da ist auch die Telefonnummer da, kann uns auch anrufen. Und das spielt dann keine Rolle, woher, weil wir haben ja praktisch in der ganzen Welt Kontakte. Ja. Auch wenn jetzt jemand von Deutschland oder irgendwo sich interessiert, dann können wir jemanden verbinden mit unseren Freunden irgendwo. Ja, schön. Ja, ja. Das ist ein großes Netzwerk und ja, ja, wer auf der Suche ist, wird auch die Kontakte finden. Wird finden, ja, ja, ja. Das ist so. Genau. Ja, super, war echt spannend, das auch mal erleben zu dürfen. Ich danke dir, dass du das mitgebracht hast, lieber Adesh. Bitte, ja. Danke, genau. Ja, wünsche ich dir weiterhin viel Liebe in deinen Fortschritten. Ja. Und danke, dass du hier genau warst. Super, ja. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls da auch jemand auf der Suche ist, ihr wisst, wo ihr euch melden könnt. Ja, vielleicht ist es genau euer Ding, vielleicht auch etwas anderes. Das steht natürlich jedem Einzelnen selbst zu. Ja, und in diesem Sinne, auf Wiedersehen miteinander.